Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Die Siedler von Catan oder aber auch auf Englisch The Scripts of Catan. Wir spielen heute mit Bram, Peter, Christian und mir und wir haben eine Zufallskarte heute mal generiert. Zoom mal ein Stückchen rein. Ich dachte, das heißt Settlers auf Englisch. Ich bin ganz verwirrt. Ich hab's irgendwie auch. Aber ich glaube, weil das nicht mittlerweile nur noch Catan ist. Also es heißt eigentlich so Settlers of Catan, aber das ist hier die Version. Wow, what the fuck, Sammy? Sammy hat sich gerade vor meinen Kopfhörern erschreckt und hat gedacht, das wäre eine Schlange oder so und ist über meinen Schreibtisch geflogen. Töte sie! Weil hier die Karte zufallsgeneriert wird bei dieser Version und jetzt. Das heißt, das ist RNG von vornherein, wie das Spiel ausgeht. Oh Gott. Ja. Ja, genau. So, jetzt geht mein Mausrad nicht mehr. Geil. Cool. Sammy, du hast irgendwas gedrückt. Jetzt kann ich mit W und S zoomen. Egal. Wir machen das jetzt hier. So. Warte mal, das hatte Jay auch mal. Ja, das hatte auch, da musste ja irgendeine Taste drücken. Ich weiß auch nicht. Genau. Alte 4. Zwei? Nee, das sind nur die. Egal. Ist ja du egal. Hast aber nicht wir bleiben irgendeine G-Taste gedrückt, der, oder? Wir bleiben ja einfach hier bei der. Oh, das kann sein. Warte mal, kann sein, dass er auf die G-Tasten gekommen ist? Ja. Dann bin ich jetzt die ganze Zeit Enter spammen. Bams. Okay. Die Karte ist, wie gesagt, zufallsgeneriert. Die 6 und die 8 sind die am häufigst vorkommenden Zahlen. Deshalb sind die hier rot markiert. Ist jetzt Lehm, Getreide, Holz und Erz. Das ist eigentlich ganz gut verteilt. Wobei hier das Lehm alles nebeneinander ist. Also da kann sich einer. Ja, ich wollte gerade sagen, weil das ist ja voll Quatsch. Wer hat sich das denn ausgedacht? Aber genauso Random. Getreide ist auch RNG hat sich das ausgedacht. Bin nicht dabei. Und ich würde sagen, wir würfeln einfach. Lol, die Felder sind auch random. Ich dachte nur, die Zahlen wären random. Nee, alles. Die Felder sind auch random. Auch die Häfen sind zufällig. Warte mal, das Getreide ist ja auch komplett beieinander. Wieso haben sich die Farben geändert? Ja, du bist raus. Okay. What the fuck? Es ändern sich. Wer drückt? Irgendwer drückt hier was. Warum ich drück nix. Was? Wer hat denn gerade gewürfelt? Das heißt, du hast was gedrückt. Lol, zeig dir das an, welche Farbe da kommt. Ja, das zeigt an, welche. Moment, aber, ja, aber die Kombination von beiden. Pass auf. Ach, ist das geil. Boah, lol. Lol. Okay. Ich kann nicht mehr. Oh. Ich kann nur nicht genau sehen. Ach, hier hart, steht drauf: Alter. Getreide und Fragezeichen. Ich hab mir das scheiß Knie angeschlagen. Die Handelsfelder, die gucken wir uns dann gezoomt an. Und ich würde sagen, wir würfeln, wer anfängt. Der Anfänger darf ein Dörfchen setzen, danach geht im Uhrzeiger rum und Dörfchen der als und eine letztes, Straße. Genau, Dörfchen und eine Straße. Und der als letztes gesetzt hat, der darf direkt danach nochmal und dann geht's gegen den Uhrzeigersinn wieder zurück. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen würde, dann wäre Christian, Bram, Peter, dann wäre wieder Peter, Bram, Christian, ich. Sodass der erste auch der letzte. Kannst du den besten Platz raussuchen. Genau, und den schlechtesten kriegst du halt, ne? Ja. Ich hab ne 6, das ist schon mal nicht so. Ja, du hast eine 5. Ah, ich hab ne 5. Ja, das sieht man ja auch. Alter, die erste Aktion ist direkt schummeln, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja dran. Ja, wird man hier direkt beschuldigt, dass man schummelt, nur weil man nicht lesen kann, ey. Was ist das? Oder rechnen. Oder rechnen. Ich meine, das wird dir sogar hier angezeigt, was du gewürfelt ja, hast. Das ist eigentlich das idiotisch. Ich hab auch gesehen, deshalb war ich ein bisschen Mehr als 5, bitte. Jetzt wird er bestimmt nicht angezeigt, weil er nicht am Tisch liegt. Auch das ist eine 3, oder? Ne, ist auch eine 5. Das ist ja wohl nicht wahr. Ich habe gesagt, mehr als 5, nicht auch 5. Mein Gott. Peter? Der Ludensgott hört mir einfach nicht zu. Eine 10 hat er. Der haut einfach mal eine 10 raus. Oh Gott, ich bin letzter. 9. Mich doch am Arsch. Damit bin ich Peter, Sepp, Chris, Sepp, Peter, ich, korrekt? Arschkarte, ja. Wieso haben die beide nicht beide eine 5 gehabt? Das ist ja, egal, es geht im Uhrzeiger. Ja, eben Bram fängt an, jetzt zurück. So, nee, können wir bitte kreuz und quer machen, das wäre mal was ja, Schönes. Ja, habt ihr recht, natürlich. Okay, Bram, dann leg ich mal los. Okay. Es gibt ja mehrere Taktiken, die man jetzt hier direkt spielen kann. Ja. Also. Christian baut direkt eine Stadt, finde ich gut. Was bei euch? Du hast direkt eine Stadt. Ach, das ist, oh Leute, das ist die Stadt. Ich glaube, ich gehe dann mal hier hin. Also Bram, nein, oh, du hast Fehler gemacht, du hättest halt da setzen sollen. Das ist schön, das ist die 8. Ja, nee, okay, ich finde ganz gut, dass die Punkte anzeigen, wie stark wohl überhaupt ein Feld ist. Ja. Beispielsweise hier die 12, da auf die kannst du halt nicht setzen.
Oder nicht ernsthaft zumindest. Nee. Ich glaube, ich habe mal eine Taktik. Jetzt machen wir eine crazy Taktik vielleicht einfach mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hier der Getreidemeister. Ach du Scheiße. Du warst schon mal der Schafemeister, Peter. Da werde ich, ja. Das werde ich nie vergessen gewonnen? In meinem ganzen Leben. Das weiß ich nicht mehr. Okay, Peter, hat aber Getreidehof. Ich werde mich setzen. Ja, dann werde ich einfach der Erzmeister. Nee, Holz ist schon wichtiger, ne? Holz ist schon wichtiger, ja. Holz ist Holzer. Wichtig. Scheiße. Das ist aber nicht gut. Okay, ich werde mal dahin die Straße legen. Also wenn ich das jetzt richtig zähle, hast du mit der 6 5 Punkte, mit der 9 4 Punkte. Mit der 3 9, 2. Mit der 3 2 sind das 11 Punkte. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt auf die reine RNG-Wahrscheinlichkeit setze, müsst du doch zwischen 8, 4 und 10 mit 5, 3 sind 8, 19, 11 die gleiche Wahrscheinlichkeit bestehen. Ja. Dann würde ich das nämlich, glaube ich, da hinsetzen. Pumps. Da darfst du direkt noch eine Nummer einsetzen, ne? Ja. Ah, ja, okay, mich. Spiel. Dann halt so rum. Okay. Jetzt weiß ich auch, wonach ich die Punkte berechne, nach den Kombinationen, um da zu würfeln. Ja. Wo darf ich jetzt, also, man dürfte quasi hier keins theoretisch hinsetzen und da auch nicht. Immer zwei genau, eine Strecke weg. Moment, aber ja, selbst von seinem eigenen? Ja, auch von dem eigenen. Very important. 5, 8, 9, 10. Boah, das ist alles belastend. Das ist echt ein bisschen belastend. Also ich bin noch mal überlegen, ob ich da hingehe. U-I-U-A-A, Ting, Ting, Walla, Walla, Ting, 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 Ting. Ich geb Gas, Spaß! Mit Spaß. Woo! Straße muss auch. Was, Christian? Meine Gedanken sind gerade mysteriös und komplex. die Straße muss auch an die Siedlung ran, die ich jetzt setze, ne? Ja. Ja? Ja, das ist ja noch belastender, ey. Belastung bis zum Geht nicht mehr. dann mach ich das mal dahin. Scheiße, wo ist die Straße? Die habe ich noch nicht vorbereitet. Ja, das kriegen wir hin. Das ist alles. Ja, nimm hier die Straße. Boah, direkt Bram wegbauen. Aber der kann doch eh nicht da sein Ding hin platzieren, oder? Das stimmt. Ja, du hast recht. Aber, nee, aber du kannst deine halt beiden miteinander. Genau, du kannst längst. Lass dir nichts erzählen. Das macht überhaupt keinen Unterschied, weil ich da eh nicht lang bauen werde. Ja, wahrscheinlich wird das jetzt nicht mehr machen. Ja, bringt mir ja eh nichts. Klar. Okay. Ja, gut. Boah, da ist eine zwischen um dich. Warum macht jetzt zwei Straßen um den Straße Jagda Est. Okay. Ich tue mich echt noch ein bisschen schwer hier. Ja, ist auch nicht so einfach. Ich jetzt hier full Ham auf Lehm. Lehm? Aber dann habe ich irgendwie. Ich hier hin. Ich will eigentlich in solchen Spielen nie irgendwen abfacken. Ich will einfach nur, dass ich gewinne. Das ist ein großer Unterschied. Selten ohne andere. Ja, Mama, das ist ja immer das Problem an den Spielen, weißt du? So, deswegen bin ich innerlich immer sehr zerrissen. Kann man eigentlich nur Siedlungen bauen, wo man eine Straße hingelegt hat? Ja. Nee, also später Straße. Meinst du? Ja, du kannst nicht, glaube ich, einfach ja, genau, irgendwo bauen. Ja, später meine ich, also... Ja, da kannst du nicht irgendwo bauen, da musst du eine Straße bauen. Dann machen wir das noch. Geil, ja, das ja bitte. Okay, ich bin nämlich hart am Überlegen, also ich könnte jetzt meine zweite Siedlung hier hinsetzen. Oder da, macht keinen Unterschied. Mhm. Damit ich halt direkt... Immer traden kann. Immer Alter, du wirst der Trade Master mit Weizen. Oh mein Gott, was Alter, ist das denn für ein guter Plan? Ja, also, das habe ich noch nie gesehen, dass das einer macht, aber ich finde es interessant.
Ja, ich finde das auch interessant, aber ich bin dann nur hier in der Ecke und komme halt wirklich an keine anderen Ressourcen. Ja. Außer durchs Traden. Aber du hast echt eine gute Wahrscheinlichkeit, an die Sachen zu kommen mit jedem Zug. Du tauscht immer 3 zu 1, oder? 2 zu 1, ich weiß gar nicht. 2 zu 1. 2 zu 1. 2 zu 1. Das ist schon. Und wenn dann eine 8 kommt, dann kriegst du aber direkt schon einen Trade. Dann kriegst du quasi. Wenn eine 8 kommt, kriegst du eine Ressource deiner Wahl. Jo, theoretisch schon. Ja, ich probiere das einfach mal aus, das ist eine valide Taktik. Ja, Peter ich. Macht total. Ich finde das crazy, mutig. Oder was? Aber cool. Nee, mach da an, pass auf, wenn du dahin machst, kannst du dich an die 8 gar nicht mehr dran setzen. Genau, muss schon daneben gehen, immer zwei Felder weiter. Dann kriegst du drei. Weil dann hat Christian Häuschen hier mit der 4 auch gemacht. Keiner kann sich mehr in die 4 dran setzen. Ja. Oh, okay, so. Ist fair enough. Hast du, weil du immer. Gut, könnte eh keiner, Bram, weil deins dein Weg ist. Ja, eine 4? Ne, warum? Meine 4 ist doch nicht im Weg. Ich hab das nur gemacht, weil zwei Teufelchen mir gesagt haben, ich soll da hinlegen. Ich bin. So. Gedanklich noch nicht. Ja, du bist es stimmt! Ja, sonst kommt er nicht an Getreide, ne? Ah, ne, hat er doch schon. Auch was anderes. Ich würde natürlich mit euch auch Getreide immer schön 1 zu 1 tauschen. Natürlich. Ist ja wohl klar. Peter, ich habe auch kein Getreide. Also. Ist das jetzt schon dein finales Angebot? Das finde ich aber nicht so schlecht. Ich bin ein netter Dude. Also, wenn ich halt die Sachen brauche, die ihr mir anbietet. Ja. Oh, und Bram, Scheiße, Bram macht das gleiche quasi mit Lehm. So, jetzt kriegt jeder seine Rohstoffe an dir angrenzt. Oder nur drei, oder wie? Oder alle? Das ist eine gute Frage. Ja, scheiße, bei der anderen Version hatten wir nämlich richtig geiles Regelwerk dabei. Das haben wir hier gar nicht. Aber wieso hast du mir denn jetzt absichtlich beide Straßen kaputt gemacht? Wie absichtlich? Ja, aber mal ganz ehrlich. Guck mal gerade eben in die Spielregeln. Ja, guck mal, warum, wie ich? Du hättest dich da hinsetzen können oder dahin, ja? Nee, da nicht. Nee, da nicht. Dann bin ich nicht am Getreide dran. Ich will es nicht runterladen, ich will es einfach sehen hier. PDF, komm, Bums, aufmachen. Hier ist er auch, hier. Hast du? Nee. Wie krieg ich das nicht? Wieso krieg ich das Google hier auf unserem. Was ist das denn? Nee, Cancel. Auf unserem Tablet. Cancel. Ja, Alter, da steht Don't Ask Again, Cancel. Jetzt frag mich doch nicht nochmal. Aber ich glaube, du musst dafür ein PDF öffnen, Peter. Alter, kann ich den Stempel hier hinmachen? Ach so. Ja. Okay. Was suchen wir gerade? Welche. Siedler von Katan. Anleitung. Ich hab die mal runtergeladen gerade. Aber warum? Vorbereitung, bla bla bla. Zuletzt erhält jeder Spieler für die mit einem Stern markierten Siedlung. Ach so, das ist für die. Ja, das sind die vorgelegt sind. Ja. Gut, wir machen einfach, jeder bekommt von seinen anliegenden Dingern, oder? Ja. War das nicht auch so? Ja, ja, gut. Ja, okay. Okay. Schaff. Schaff. So. Nee. Achso, lol, doch, der ist ein also Brick. Also bekomme ich das. 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 Das? Ich kann meine Karten nicht hinlegen. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Das. Guck mal, ich leg die einfach auf den Boden. Was ist das denn? Was? Ah, okay. Bei mir gehen die in die Hand. Theoretisch müsste noch? Jetzt jeder 6 Karten haben. Genau, oder? Jeder müsste 6 Karten haben. Nee, jeder nicht am Ozean. Jeder nicht, weil der in seinem Handelsmoment. So, was hab ich hier? Ey, Peter, möchtest du direkt handeln? So, was könntest du mir denn geben? Ja, ich hab alles, was du nicht hast. Gut, ich fang an, korrekt? Ja. Ja, warum fängt an, genau. Hoppala. Ich soll schon beide Würfel in die Hand nehmen. Und? Eine 11. Eine 11! Wow. Ja, das zackt doch jetzt schon mal. Geht ja schon richtig gut los. Geil. So, okay. Ah. Was kostet nochmal die Sachen? Mhm. Und 6 und 5, oder? Nee. Das wäre voll geil. Dammit. Er wird mir ja nicht mal was bringen. Ich hab an keinem der Dinger. Aber wie viel muss man nochmal, wenn man 7 Karten oder mehr hat, muss man ablegen? Nur wenn der Räuber kommt. Nur wenn der Räuber kommt. Ja. Okay, und tauschen kann man immer 4 zu 1, oder? Ja. Ja. Genau. Dann. Wenn du Weizen brauchst, kannst du aber mit mir tauschen, by the way. Hat er ja gerade gekriegt. Also. Naja, das stimmt. Peter Smits, ne? Ja. Hättest du gerne.
gegen. Hey, möchtest du auch zwei Weizen abgeben schon? Gegen ein Schaf und einen Brick. Moment, Brick ist das rote. Lehm. Hier, Lehm. Ja, würde ich machen. Was hat denn der Bram vor? Ziege. Macht der direkt eine Stadt? Ja. Nee. Ja, geil, kannst du direkt da liegen lassen. Tausch gegen Holz. What? Das war zwar eine teure Straße, aber die gönne ich mir trotzdem. Okay, Bram hat richtig investiert. Aber ja, weil ich habe so viele Karten auf der Hand, dass ich dachte, ich glaube nicht, dass eine Runde bestehen wird, ohne dass der scheiß Träuber hier rumrennt. Ja, das kann natürlich sein. Das ist wahr. So, und ich hatte jetzt schon 8 Karten, weißt du? Und dann, ja, was willst du damit? Oder 6 oder 7? Stimmt. Auf jeden Fall knapp an der Grenze. Und da war der erste Zug. Damit bin ich fertig. Stimmt. Okay. Du, eine 9. Ah, das ist auch belastend. Neun. Scharf hier. Ah, geil. Sag, meh. Geiles Schaf. Okay, ich nehme mal stark an, dass mir niemand Holz für einen Weizen geben würde. Nee. Gerade nicht. Also wenn jetzt schon was gewürfelt worden wäre, dann ja. Peter, dir ist aber auch klar. Zwei Weizen gegen warte, Holz. Warte. Okay, warum? Das machst du nicht. Du tauschst die zwei Weizen gegen einen Brick und dann gebe ich dir für den Brick ein Holz. Oder mehr. Okay. Du kannst ja tauschen, wie du kannst ja quasi anbieten, was du willst. Du musst aber ja, warum sollte Peter das machen, um dir einen Vorteil zu verschaffen, nicht einfach zwei Holz tauschen? Zwei gegen eins tauschen wegen seinem geilen. Weil mir dafür der Christian noch was anderes dabei gibt. Ne? Kann dir ein Schaf dabei geben. Ja, ist ein Deal. Lol. Ja, das ist echt ein Deal. Okay. Alter, was hier abgeht, ey. Das war der falsche Stapel. Dann nehme ich jetzt einen Brick dafür. Den Brick tausche ich mit dir. Boah, geil. Ich glaube, ich habe noch nie. Also, ich habe schon viel Siedler gespielt, ne? Aber ich habe noch nie die Taktik gesehen, dass einer Fullham auf eine Ressource. Peter ist Phönizier, ey. Dafür wird erst nochmal zur Feier dieses tollen Handels schon mit zwei Partnern hier am Tisch. Krass. Wird erstmal eine Straße gebaut und die nenne ich die Kribram-Straße. Kribram. Den Namen kannst du eh nicht merken, Peter. Ja, Peter, die nenne ich nach euch 8. beiden auf jeden Fall. Finde ich gut. Bist du damit durch? Ja, damit bin ich durch. Damit hat Peter auch kein Getreide mehr, ne? Das ist ein bisschen traurig. Ja, habe ich jetzt wieder 2, ist kein Problem. Okay, das ist wirklich nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Ja, ich hab ja eigentlich was ganz Gutes. Und ich weiß, ihr wollt, dass ich das mache, deshalb tue ich das jetzt auch. Also. Will ich das? Will ich das wirklich? Ich glaube, er redet mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ja, genau, weil aber die wollen doch gar nämlich, nicht hier. Dass ich das mache. Ja, die gucken mir aber zu gerade. Hast du und da jetzt alles investiert? Das waren zwei. Zwei Straßen baue ich hier. Weil. Ich brauche Getreide. Hey, ich kann dir Getreide besorgen, ist kein Problem. Aber ja, das ist auch nett, Peter. Aber ich bin ein selbstständiger Mann. Ja, ist orange. Oh, Bram ist da echt gefickt. Und Christian ist zwei dran. Komplett unnötige Straßen. Das jetzt ist echt scheiße. Ja, die eine hat Christian gefickt, die andere ist Sepp. Aber beide sind Arsches gerade. Peter, ohne dich werde ich in diesem Spiel gar nichts machen können. Ja, ich bin aber auch ein netter Dude. Also ist kein Problem. Wie war das denn nochmal? Was konnte man nochmal kaufen? Ah, okay. Also man kann ja auch Entwicklungskarten kaufen. Ja, ich war schon lange fertig. Okay, so. Entwicklungskarten kosten ein Schaf, ein Erz und ein Getreide. Dammit. Da bin ich noch nicht dran. Oh, Christian hat richtig viele Karten. So schlecht. Ja, davon muss ich jetzt auch unbedingt welche loswerden. Muss man nicht, so wie Sepp das gemacht hat. Cool, Sepp hat meine Frage schon beantwortet. Also ich wollte fragen, ob man nach einer Straße immer eine Siedlung bauen muss. Nein. Nee, nach zwei aber Straßen darfst du auch erst eine Siedlung bauen. Ja, aber nach der Mindestanzahl an Straßen meine ich jetzt, so, musst nee, du nicht musst du eine nicht. Siedlung bauen, sondern theoretisch kannst du auch eine Straße bis nach Timbuktu bauen. Okay. Ja, dann... Puh, was haben wir denn da so? Ja, ich lege mal ein paar Karten ab. Und zwar würde ich erstmal eine Straße bauen. Wo geht denn die so hin?
geht so. Dahin. Nee, Moment. Dahin. Längste Handelsstraße ist ab 5 Segmenten, also ab 5 zusammenhängenden Straßen. Das war die Straße, das heißt, das ist schon bringt mal ein Holz. 2 Siegpunkte. Und ein Brick. Und soweit ich das sehe, werden die Punkte automatisch auch schon zusammengerechnet mit dem, was auf dem Board liegt. Also echt kann cool. Kann gut sein, ja. Und Brink dann muss ich die Siedlung hier wegnehmen. Oh, Christian baut schon eine Stadt. Wenn ich da eine Stadt rausmachen möchte. Heißt, dafür werden 2 Erz und 4 Getreide, 3 Getreide fällig, ne? Nee, 3 Erz und 2 Getreide. Heißt, das ist umgekehrt, dann mache ich natürlich keine Stadt daraus. Oh. Aber der versucht zu schummeln auf Christians Seite. Ich wollte auch gerade sagen. Peter, würdest du 2 Schafe gegen ein Erz tauschen? Moment, meine 2 Schafe gegen... Nee, ich habe 2 Schafe. Nee, Schafe brauche ich leider echt nicht, ich habe schon 2. Tut mir leid, aber ich habe auch gar kein Erz, also ich könnte dir gar kein Erz geben. Ja, du hast immer Erz, Peter, natürlich. So, ja, stimmt, habe ich tatsächlich. Aber das kann ich nicht, das kann ich nicht leisten. Nein, dann habe ich das falsch auf der Karte gemacht. Ein, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, so viel darf ich ja haben, ne? Ja. Ach, weißt du was? Kostet die Welt. Ich hole mir eine Development Card. Alles Christian macht ein bisschen Research. Ja, die sind auch nicht un... Könnten Siegpunkte drin sein. Ja, zum Beispiel. So. Oder, hey, bau mal eben 2 Straßen oder so. Das waren die hier, ne? Ja. Ja. Die sind verdeckt. Oh, warte mal, die haben wir noch nicht gemischt, warte mal. Doch, ich hab die gemischt. Dann ist okay. Okay. Wer weiß, ob oben direkt die Siegpunkte liegen. Was mache ich denn jetzt damit? Muss ich die direkt aufdecken? Nein, musst du nicht. Du darfst ja auch erst eine Runde spielen. Nach einer Runde Verzögerung spielen. Ja, stimmt. Ja, okay, aber ich hätte gedacht, ich muss die jetzt irgendwie da offen hinlegen, bevor ich die spiele oder so. Nee, cool, dann kann man eine Sache auch nur einmal kaufen, ne? Du kannst auch mehrere Straßen bauen, also du kannst alles machen, was du noch also kaufen musst. Ja, dann hole ich mir da hier direkt noch eine Development Card, oder nicht? Not bad. Und war die wohl nicht schlecht? Und dann sich direkt noch eine kauft. 2 Siegpunkte, zack. Tadadada, fertig. Dann bin ich dran, ja? Jetzt hier. Ich habe im letzten 5. Spiel, habe ich nämlich gefühlt 5-mal den Räuber gewürfelt oder so. Ich muss alle Karten wecken. Belastend. Das ist ja, brauchst du Bricks? Ja. Wegen dem Holz. Wenn ich das richtig sehe, krieg ich Bricks und du kriegst Holz und der andere kriegt das jeweils andere nicht. Ich hab kein Holz. Das ist schlecht. Ich glaube, aktuell hat keiner Holz. Nur so eine Vermutung, aber. Trotzdem schlecht. Aktuell habe ich kein Holz. Holz wird dieses Spiel ein Knackpunkt sein, weil Holz hat 4, 3 und 12. Das sind nicht gerade die besten und 6. Zahlen ever. Aber die kamen noch nicht. Alles klar. Also, die könnte mal gerne kommen, das wäre geil. Die 6 habe ich übersehen. Das ist dann. Holz ist aber auch ganz gut verteilt. Sind meine Möglichkeiten gerade limited und der nächste ist dran. Peter, würfel mal eine 6. Komm. Eine 12. Jo. Tja, super. Das ist natürlich gar nichts, ne? Pasch, darfst du nochmal würfeln. Oh, na, dann wird ja eine gute Runde hier jetzt einmal. Ey, Bram, ich hab gehört, du hast Lehm abzugeben, wa? Lehm sehe ich mich. Na, scheiße, ich hab nichts, was du brauchst, wa? Fuck. Ich, das einzige, nimm ich Erz. Ja. Oder Holz. Fuck. Das sind halt die beiden Sachen, an die ich gerade nicht rankomme, weißt du? Nee, Peter. Peter, die Holzproduktion läuft. Da müsst ihr nur noch kurz gedulden. Da muss doch geschnitten werden, da muss ja auch schön sein. Leider nicht. Ich trade dann trotzdem schon mal was. Einfach. Weil damit ich weniger Karten auf der Hand habe. Wow. Also mich wundert, dass der Räuber noch nicht da war. Und damit bist du dran, Sepp. Komm, eine 6. Ja! Das gibt es ja nicht, ey. Gibt ein Lehm. Das ist gut.
Boah, man muss ja mal Glück haben. Peter! Ja. Hast du noch ein Getreide? Ich hab noch eins, ja. Möchtest du gegen Schaf tauschen? Nein. Schaf habe ich selber. Gegen Erz tauschen? Nein. Gegen auch Lehm würde ich es tauschen. Gegen Lehm würdest du es tauschen, das ist aber nicht drin. Na, das tut mir leid dann. Bitter. Das ist bitter. Ja, da muss ich wohl noch eine Runde warten. Die zweite Runde ist eine enttäuschende Runde für alle Beteiligten. Ja, also keiner hat was gemacht in der zweiten Runde. In der ersten noch alle schön gebaut, weil sie noch von der Starthand die Items hatten. Oder die Rohstoffe, Christian. Du kannst. Jetzt hat keiner mehr was gemacht, weil einfach... Booyakacha! Alter, 12! Ey, Mann, können wir die aus dem Spiel nehmen? Können wir nicht sagen, bei Pasch darfst du zweimal würfeln? Ja, nee, das ist doch... 12 kam schon häufiger als die Roten. Die 6 und die 8, die kamen noch nicht so häufig. Stimmt, und da die 6 kommen, dann müssen wir mal unterbinden. Wobei, ne, da habe ich einen anderen Plan. Der hat da ganz viele Karten auf der Hand. Wo muss ich denn so eine Karte hinlegen? Einfach vor dich, ja, hin. Hier ist der Ablagestapel. Hier ist der Ablagestapel hier neben. Ja. Das ist der Knight. Ey, Moment, behalte ich den nicht? Achso. Nee. Klar, wenn du 3 davon hast, kriegst du doch die Longest Army. Nee, das ist ein anderer Knight. Das ist hier, liest du das mal durch. Das ist, Achso, ich dachte, das passiert zusätzlich. Ja, sicher. Nee, du die andere Karte. Wenn du 3 Knights hast, wenn du 3 davon gespielt hast, dann kriegst du den Largest Army. Du hast recht. Ja. Also. Okay, dann kriegst du den. Die sind so zum Brandschatzen und Rauben da. Weißt du, so wie das halt früher wirklich war. Dann würde ich den natürlich auf die 6 setzen. Wenn du Holz brauchst, musst du bei Sepp klauen. Was will ich? Keins. Wenn du Holz brauchst, musst du bei Sepp klauen. Ich hab keins. Ah, okay, Holz will ich aber nicht. Deswegen muss ich bei dir klauen. Okay. Wie geht denn das jetzt? Sind die alle. Sind die umgedreht? Ist das egal? Alles klar. Aua! Ja, ich merke mir das hier. Christian fuckt den die ganze Zeit ab. Schon 2-mal in der Runde. Oh, auf unserer kleinen Insel sollte es hier nicht zum Krieg kommen. Quid pro quo, Dr. Lecter. Also bin ich jetzt 2-mal dran? Okay. Ja. Du bist dran. Aber nur einmal. Erstmal. Na 8. Ja, da sehe ich mich doch. Ach komm. Da ist die 8. Ach komm, ey. Jetzt für mich. Na, die 8. Das ist doch eine Development Card schon wieder, ey. Jetzt, ja. Brauche ich auch Lehm jemand am Tisch? Ja. Ich würde Holz nehmen, ich würde Erz nehmen. Die Holzproduktion ist leider noch nicht so ganz angelaufen. Ja, Bram, tut mir leid. Die Säge ist ein bisschen stumpf gerade. Da muss nochmal nachgebessert werden. Okay, würdest du trotzdem Erz abgeben gegen Lehm? Wen fragst du gerade? Christian, ich glaube, der hat Erz. Ich würde dir ein Erz für ein Lehm geben, ja. Oh, das doch. Sag mal was. Geht eindeutig zu wenig hier, ey. Development-Kärtchen. Karten von der Hand wegkriegen. So. Dann bitteschön. Peter. Danke, Anke. Peter. Touché. Würfelt. Mann, das ist aber auch verzwickt hier. 3. 3 bringt mir gar nichts. Ja, 3 ist eine ganz schön gute Zahl. Das ist richtig nett. Die Sonne. Achso, lol, du kriegst 2. Ach, das ist nur eine 3. Ist ja krass. Okay, dann tausche ich meine 2 Getreide gegen ein Lehm. Hat Peter jetzt so was gesagt?
Gerade wolltest du das nicht. Du wolltest kein Getreide, also kein, du wolltest mir kein Leben geben. Nee, gerade nee, wollte du wolltest, du wolltest kein Getreide. Achso. Nee, gerade ja. wollte ich Erz und Holz haben. Hat ja keiner gefragt. Ja, okay, nächstes Mal frage ich. Tut mir leid. Peter baut bei mir Dörfchen. Hat Bram noch gefragt, warum du dem dann Vorteil verschaffen solltest, Peter. Also, ja, nee, ich hätte warum? Ja den Vorteil, dass ich keine zwei einsetzen müsste. Also wir hätten beide einen Vorteil. Ja, genau. Ah, okay. Peter, jetzt kommt keine 3 mehr in dem Spiel. Peter hat. Oh mein Gott, oh, ich finde, Peter darf noch eine Karte drei. Ziehen. Hä, warum? Du hast Meier gewürfelt, Alter. What the fuck? Das fällt mir jetzt erst auf. Ja, ich hab auch hier, ne? 21 ist doch auch Blackjack. Ich hol mir mal eben Schnaps. Ja. Dann kann man, kannst du mal ein Trinkspiel draus machen? Ja. Immer, da sehe ich uns, da seh ich uns heute. Nee, immer wenn eine Zahl gewürfelt wird, zwischen 2 und 12 muss getrunken werden. Okay, Sebastian, ich habe nur noch eine Karte. Du bist dran. Okay. Ja, dann trinke ich halt Wasser. Eine 5. Eine 5. Eine 5. Ach, Mann, ey. Peter, wie sieht's aus mit Getreide? Ja, ich kann Getreide abgeben. Einzige, was ich nicht will, ist Schaf. Alles andere würde ich nehmen. Erz? Ja, würde ich nehmen. Du bist ja gerade sehr leise geworden, oder? Ja, der hat sich zurückgelehnt. Ja, ich hab mich zurückgelehnt, weil blutet in meinem Herz. Ich baue jetzt auch endlich. Mann, ey, das ist doch alles scheiße mit diesem Getreide, ey. Dass der Peter da Monopol hat, ist echt. Ey, ich hab das noch nicht ausgenutzt. Nein, ist alles gut. Peter ist fairer Spieler. I appreciate your turn. Und dann ist Christian auch schon dran. Woo! So, jetzt mal ordentlich würfeln, ne? Wir brauchen Holzproduktion, ne? Wäre mal ganz schön. So eine 4 ist aber leider recht unwahrscheinlich. Deswegen mache ich eine 7. 7. Oh, das hat irgendwie nicht funktioniert. Doch, alle Felder sind. Stimmt. Alle sind dunkel. Du hast absolut recht. Ja. Das ist so das, was ich eigentlich gar nicht brauchen kann. Warte mal, haben denn alle genug? Ja, okay. Kartentechnisch sieht alles gut aus. Ja, kartentechnisch sind wir alle cool. Das Problem ist, dass halt echt nicht viel mehr passiert, außer diesen Fick-Räuber zu versetzen. Also, ich würde halt auch hart appreciaten, wenn du jetzt alles nimmst, nur nicht die 8. Also wenn, dann nehme ich da oben die 8, Peter. Ja, das ist okay. Deine eigene? Nee, lieber nicht. Ja, das stimmt. Ach komm, wir gehen einfach auf die andere 6. Was? Wird nur ich hier gebumst, oder was? Ja, okay. Genau. Das weil stimmt doch nicht. Brauch mal das nicht abgekriegt. Ja, aber bei dem werde nur ich jetzt gebumst. Aha, ja. Cry, ich kann doch nicht Bram zweimal hintereinander abfacken. Und, ach so, und mich? Peter ist der, und mich? Peter ist der Tauschekönig. Ich wurde auch gerade schon abgefuckt von der 6. Peter ist der Tauschekönig. Ja, du bist zweimal hintereinander abgefuckt. Ja, nice, so, danke, Christian. Okay. Das merke ich mir definitiv. Deine Ansicht, würde ich sagen. Das merke ich mir definitiv. So. Passiert jetzt noch was? Du musst gerade bei dem ziehen. Oh, lol. Ah, ich dachte, das wäre so ein Special Trade von dem Knight gewesen. Nee. Oh mein Gott. Wenn er aber versetzt wird. Ja, verdammt. Oh. Oh ja, guck mal, dann kann ich ja doch was machen. Tut weh. Dann würde ich dann Holz benutzen mit so einem. Wo könntest du denn dieses Holz gerade herbekommen haben? Das weiß ich auch nicht, Peter. Das habe ich mir aus meinem. Ist einfach so magischerweise so aufgetaucht in der Hand. Habe ich das geschummelt. Und würde eine Straße bauen. Und zwar. Mal einen Kreis. Voll geil, das ist voll die gute Idee. Da hast du endlich eine Handelsstraße. Ja, eben, ich wollte gerade sagen. Also, auf jeden Fall die Karte. Und du willst, wie zählt man denn dann, ne? Ja, leider nur 6. Noch eine 7? Oh, weia. Jetzt geht los. Noch eine 7. Es gibt keine Rohstoffe für uns, das ist alles sehr belastend hier. In der Tat. Ja, also es gibt halt so Zahlen, weißt du, so die. Die 11 ist noch okay, aber die 12 ist halt richtig behindert oder die 2. Ja. Das sind so 2 und 11 sind Zahlen, die sind richtig Arsch. Okay, und die das kriegt Christian nicht. Das Peter hat nur Getreide auf der Hand oder ein Schaf, weil er nicht braucht. Aber das brauche ich auch nicht. Ja, tut mir sehr leid, Sebastian. Nee! Ja, Moment, das ist Peter auch. Nice.
So, dann tu mal. Ach, scheiße, Wichsschaf, ey. Ey, Bram, ey Sepp, wenn du keine Karten auf der Hand hast, dann darfst du neu ziehen, bestimmt, oder? Ich fühle mich hier ein bisschen benachteiligt. Also, jetzt muss ich den kleinen Jay mal raushängen lassen, der mir vielleicht hey, vielleicht machst du einfach deinen Rucksack mal zu, damit er nicht so einfach ist, dir die Sachen zu klauen. Was machen wir jetzt? Vielleicht sollst du deine Rohstoffe mal einsetzen, Bram, dann wird dir doch was bringen. Ja, okay. Kann dir doch. Jetzt. Oder bei den richtigen. Nimm mal vier Lehm in die Hand. Oh Gott. Alter, Bram, was willst du denn dafür? Alter, wird richtig ein Holz. Oh, wow. Warum hast du denn nicht vorher gesagt? Echt mal. Jetzt für drei Lehm ein Holz haben können. Ja, dann, was das? Oh, sorry. Ich wollte nicht gegen das Mikro hauen. Aber ich hab's getan. Oh, nicht die 7, Alter, das ist ja wohl jetzt nicht euer Ernst. Alter. Boah. Ich will niemanden. Dreimal hintereinander die 7 zu gewinnen. Aber ich will eine Karte haben. Darf man eigentlich. Warte, ich hätte kurze Frage. Darf man bei dem Räuber eigentlich nur die Ressourcenkarten ziehen oder auch die Welt? Okay. Da was. Aufgeschissen. Oh. Boah, was ist. Fair Play, Peter. Das ist doch mal ein Move. Ja, ich kann nichts machen. Selbst dann würfel ich mal. Naja, gut, ich meine, jeden, den Peter von uns beschneidet, kann er weniger handeln. Eine 5! 5! Da ist das doch klar. Kacke. Und damit ist Christian dran. Wow, das ging schnell. Ja, komm schon. alle meine Karten wurden gezockt alle meine und ich hab Entchen würfel meine 5! Komm, ey. Oh, nehme ich doch. Das ist doch Arsch. Ja, du. Das ist belastend. Sag ich jetzt mal. Bram ist der Lehmgott. Ne? Bram, bevor du gleich wieder vier Lehm tradest, ne? Frag vorher. Ich bin gerade weg, ey. Ja, Bram ist auch dran. Ja. Bram ist auch dran, okay. Ja, komm! Was ist denn hier heute los? Kann nicht wahr sein! Könnt ihr mal vernünftig würfeln, bitte? Nicht nur 7 und 5? Peter, du kriegst jedes Mal Auge. Mann, oder? Ey, das gibt's doch nicht. Ja, das ist schon richtig. Also, ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Ich finde das nur so crazy, dass das jetzt so hintereinander passiert. Jetzt Peter, gerade. Brauchst du rein zufällig ein Schaf? Ja, nee, gerade ein Schaf brauche ich nicht, leider. Okay. Ja, ich baue erstmal eine Straße. Ja, echt voll geil, wenn ich es irgendwie schaffen würde, zu dem scheiß Lehmhafen zu kommen, weil der ist da hinten. Ah ja, das wäre echt praktisch für dich. Oder wie viel hier die fucking 5 cool, kommt. Darf ich mal kurz was fragen? Mhm. Also, ja. Was heißt hier die 2:1 technisch von der Positionierung her? Darf Peter sowohl von dem als auch dürfte er, wenn das da stehen würde? Ja, nutzen? Genau. Ja. Ja. Okay. Das hat immer 2 Anlaufpunkte. Ah, cool. Und die hier dann 3? Nee, ist ja auch 2. Nee, nur die beiden. So, hat jemand noch Holz auf der Hand, weil er loswerden will? Nee. Jetzt gerade nicht mehr. Leider nicht. Boah, ist das belastend. Hat jemand noch Lehm auf der Hand? Was willst du denn dafür? Ich würde jetzt auch sagen, Bram, die letzten Male, die gewürfelt wurden. Ah, du willst 4 Lehm gegen ein Holz tauschen und bräuchtest dann aber noch das eine Lehm. Genau, für damit ich ein Dörfchen bauen kann. Ja, I see. Ich nicht. Boah. Belastung! Er fragt mich mal. Mir läuft gerade richtig. Hat jemand noch Erz auf der Hand? Ich hab ein Erz auf der Hand. Ich hab auch ein Erz auf der Hand. Moment, Zepf wird es abgeben gegen Lehm, aber das wahrscheinlich nicht, wa? Macht bei dir wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Nee. Ich würde es gegen Lehm abgeben. Würdest du auch noch Getreide für ein zweites Lehm abgeben? Ach, ich sag mal ja. Dann sollen es. Hey, sind es 2 oder einer? Einer. Sollen es 2 für dich sein? So, richtig? Ja. Korrekt. So, dann drücke ich da noch ein Schaf drauf. Und gib mir so eine Development-Karte.
Wenn ich eh nicht dazu komme zu bauen. Oh Mann, ey. Das ist echt verzwickt. Aber endlich ja, kam mal 6. Die 6, ey. Dankeschön. Ja, dann war ich Gott sei Dank auch fertig. Oh, hattest du es nicht gesagt? Entschuldigung. Alles gut. Alles gut, ist nichts passiert. Aber 6, du kannst 6 für die 6 noch ein Lehm. Doch, für die 6 krieg ich noch ein... Geil, krieg ich noch ein Lehm, Junge. Das eine, was du brauchtest, Bram. Ja, das ist... Tauschen wir mal wieder 2 Getreide. Gegen? Gegen ein Holz. Hier an ein Lehm. Wir dürfen eine Straße bauen. In die Richtung. Möchtest du denn da hin? Ah, du machst jetzt doch nicht den Kreis. Ja, der Kreis macht ehrlich gesagt wenig Sinn. Ja, ich weiß, aber der ist schon cool. Zählt das nicht als unendliche Straße? Nee, das zählt nicht als unendliche Straße. Warum hab ich die denn da oben hingesetzt? Das ist doch völliger Bullshit dann. Wenn du die aneinander hängt, machst. 6! Dann könnte ich mir noch ein Leben machen. Was ist denn hier los? Wieso würfeln wir denn nur die Zahlen hintereinander, Zahlen, ey? Was ist denn da los? Hier mal irgendwie so Rohstoffe mir einbringen oder. Ich glaube, die Zahlen sind aus. Die 8 ist immerhin rot. Ja, wir bräuchten mal so eine Runde, wo 3x8 gewürfelt wird. Das wäre richtig sexuell. Na dann. Da hätte ich jetzt auch nichts gegen, Peter. Okay, hier dürfte ich jetzt keine Dingens mehr bauen, oder? Doch. Ja, wenn du deine schon. Straße dahin baust, kannst du da immer noch dran bauen. Ah, okay. Ja, was machst du denn da gerade? Wer ist gerade dran? Ich bin dran und du bist jetzt dran. Ach, du bist fertig, okay. Ja. Oh, warte. Erst würfeln oder erst? Ja, erst würfeln. Immer erst würfeln. Okay, erst würfeln. Ich musste gerade richtig hart. Ach, komm schon. Muss der jetzt verschoben werden eigentlich? Nee, muss er nicht. Nee. Ja, dran. Es gibt einfach keine Rohstoffe, ja. Wenn der draufsteht, dann gibt es keine Rohstoffe. Mann, ich krieg keine Rohstoffe. Komm, Bram, würfel mal eine 6. Ja, ich würfel eine 9. Oh, eine 9! Das ist belastend. Eine 9 ist auch gar nicht so schlecht. Mit einem Schaf. Schaf würde ich jetzt auch mal nehmen. Ich glaube, die 10 und die 11, die wurden noch gar nicht gewürfelt. Kann das sein? Alter, voll geil. Was macht Christian denn da? So. Peter, du hast doch bestimmt wieder Getreide auf der Hand. Nope, hab ich leider nicht. Ich bin ein Händler ohne Ware. Ja, das ist natürlich sehr schade. Hat jemand noch ein Holz? Die Holzproduktion, also die Säge ist jetzt repariert, aber leider hat er. Hast du, kannst du aber nicht geben. Nee. Das ist natürlich belastend. Ja, ich spiele mein Monopol und sag Holz. Das ist belastend, aber dann kriegst du mein Holz. Holy shit. Das war jetzt aber teuer. Du hast dafür ein Schaf, Getreide und Erz gegeben, also. Ja, das stimmt. Aber was soll ich machen? Ne? Das wird jetzt wieder teuer. Nämlich das hier. Und... das hier. Was für ein Glück, dass die ganze Zeit die 5 gewürfelt wird, ey. Ist das unfassbar. Wenn ich dann da krass. Ding hinsetzen kann. Ja, 2 zu 1 Schaf tauschen, das ist auch nicht so verkehrt, würde ich sagen. Ja, das sind nämlich dann 4. Hoppala. Mach das nochmal. Ja, die 9, die kommt ja gelegentlich. Ja, das alles zum ersten Mal, glaube ich. Das. Ja. Und dann. Ich hab nicht aufgepasst, ich hab mir gerade aufgepasst. Boah, gut, der Bomber dran ist. Dann stell ich den jetzt da weg. Ja, gute Frage. Ja, ich bin fertig. Komm. Kacke, ey. Ach, schon wieder. Ich weiß doch, ich den mal. Der hätte es mal weggesetzt, Bram. Das gibt es doch nicht. Wie kann denn dafür, immer das dass da nur so ein kommen? Punkt drauf ist, ist die schon ganz schön häufig gewesen. Ja?
Ja, ich kann nichts machen. Ich wollte auch gerade sagen, Peter, ist dann bist du fertig? Ja. Komm, nicht mehr die 12. Ne 4, die hatten wir auch noch nicht. Die Holzproduktion, die Säge rettet wieder. Ist ja Wahnsinn. Die wird doch nicht. Oh Mann, ey. Kacke. Ah, ja, ja. Ja, Christian ist dran. Ja, ja, geile Nummer. Also ein bisschen belastend hier mit die 8, komm schon. Bäm, die 2. Was ist die andere Scheißzahl, Spiel? Das hast du noch nicht ganz mitbekommen. Gewitt nicht. Der Würfelgott ist ein Hurensohn. Ja. Ja, dann, würde ich mal sagen, benutze ich das Holz, weil ich gerade frisch gezapft habe. Street. Oh, ich nehme mich so eine Straße. Stairway to Heaven. Ja, okay, das war wieder falsch rum. Ja, aber jetzt hast du 5. Ja. Was heißt das? 5 aneinander hängende Straßen. Das war mein Ziel. Jetzt hast du die längste Straße. Die längste Straße. Boah, krass. Wer zuerst 10 Siegpunkte hat, hat gewonnen. Ja. Ram ist dran. Komm, Ram, würfel mal was Geiles. Eine 8. Yes! Oh, jetzt geht los. Da ist die 8. Jetzt geht los. Ist das famos? Ja, komm, der scheiß Wichser muss da weg. Der muss auf jeden Fall da weg. Eine 12. Da. Der Ritter. Ach, du hast ja mittlerweile die Siedlung da stehen. Ja. Deswegen. Ja. Also ein Kärtchen würde ich ja schon gern ziehen eigentlich, aber ich bin mal nett. Ja, jetzt musst du von mir eine ziehen, oder nicht? Genau. Oh ja, stimmt. Ja gut, okay, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Würde ich jetzt auch sagen. Ey komm, ich habe neutral zu Fake genommen, weil es gibt, ja? Wenn ich dich hätte abfacken wollen, hätte ich die da drauf gestellt. Kannst du mir auch gerne einfach ein Getreide geben? Hier ist ein Getreide. Na, vielleicht brauchst du das ja, Peter. Weiß. Ja, ich bin jetzt einfach davon aus, dass er bei einer 8 mit 3 Getreide am wenigsten hat. Ich wollte tatsächlich lieber abfacken, deswegen habe ich auf die Wüste gestellt. Yes, I appreciate. Die 2 schon wieder, ey. Die 2 und die 12 sind heute Leute, die 2 wird wieder sehr beliebt. 6 und die 8, ey. Das ist ich erinnere an mich, ärgere dich nicht. Peter. Da hatten wir nur einen Würfel. Ja? Was tauscht denn du so? Ich könnte ja was anbieten vielleicht. Du bist gerade aktuell leider nicht im Tauschding. So, das habe ich gegen Holz getauscht. Ich bin nicht im Tauschpool. Naja, solange wir hier gerade um die Position kämpfen, oh, nicht. Oh, das ist aber bitter. Peter Smits, ey. Wieso tauscht Peter eigentlich? Also, hat Peter gerade gewürfelt? Ja, ne? Also, ich hätte dir auch ein Leben gegeben dafür. Ja, aber ich darf dir keinen Weizen geben. Warum denn nicht? Ja, weil ja, das müssen wir einfach. Also ich habe noch einen Weizen auf der Hand, möchte ich mal ganz kurz sagen. 10 oder eine 11 würfeln, also. Wer ist denn jetzt? Ach, gewürfelt. Ja, ich nehme erstmal ein Holz, wa? Ja, ja, ich war fertig. Peter hat noch eine Karte auf der Hand. Welche denn? Ja, eine Rohstoffkarte, damit kannst du nichts tun. Damit kannst du nichts machen. Ja, aber vielleicht hätte er noch eine Straße bauen können, wenn er mit. Mit einer Rohstoffkarte. Ganz schön. Ey, Bram. Ja, aber vielleicht ist er ein Geschenk für die Gunst, Peter. Aber hast du, ja, hast du ein Holz und ein Getreide, Straße. Theoretisch? Vielleicht. No! Ich hätte ein Lehm und ein Erz. Dir ist schon bewusst, dass ich der größte Lehmproduzent des Spiels bin, wa? Ja. Aber du kannst also, ja auch Lehm 2 zu 1 tauschen, das ist ja auch... Nee, kann ich nicht, ich kann Schaf 2 zu 1 tauschen. Wenn ich Lehm 2 zu 1 tauschen könnte, dann wäre ich da vorne. Aber du hast mich hier schon abgefuckt, ne, und deswegen sage ich mal nein. Ich will, dass der Einzige nett zu mir war. Möchtest du denn gegen Erz tauschen? Also, was habe ich dafür gekriegt? Jetzt ja, kommt das aber echt versehen. Ja, ich wollte da echt voll nett sein. Also Bram, gar nicht? Also nicht gegen Lehm oder...
Nee, also Lehm brauche ich auf keinen Fall, wa? Und Erz? Brauche ich Erz halt auch gerade nicht. Okay. Auch gerade, also Holz würde ich nehmen. Holz würdest du nehmen. Holz habe ich leider nicht. Das ist belastend. Ja, tut mir leid. Also ich meine, ich wüsste halt nicht, ich weiß ich halt nicht, was ich mit einem Erz soll. Ja. Acht. 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 Und zwölf. Ne, vier. Ne, vier ist scheiße. Ist klar, noch ein Lehm. Lehm, 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 ich lebe im Lehm. Warum kannst du Holz brauchen? Ich kann Holz gebrauchen, ja. Hast du noch als zertifizierter Lehmhändler Lehm zu Hause? Ja, Lehm ist das gerade Problem ist meine Stichwerkzeug ist gerade. Ach komm, Alter, du bist doch der Lehmhändler. Kann ich weiß, sein, ich musste gerade 6 Lehm bezahlen, um eine Stadt zu bauen. So eine Scheiße. Na Christian, Lehm könnte ich mit dir tauschen. Für Holz? Ja. Echt jetzt? Ja. 1 zu 1? Ja. Das ist ja krass. Wie misstrauisch der ist. Jetzt wirklich? Ist ja voll krass. Ja, da muss ich jetzt echt ein bisschen beeilen, wa? Ja, komm nicht. Da müssen mehr Würfelsachen passieren. Der Händler dankt. ja. Jetzt noch zweimal die 8 kommen, dann würde ich da denken. Ist das so mega eine Glückssache jetzt hier zwischen Erz, Peter und mir, ey. Was ist denn das? Rick und Holz. Peter, du hast halt gleich selber in der Hand, ne? Hast du alles einmal weggelegt? Ja, alles einmal, ne? Ja. Für was denn? Für eine Siedlung. Ja, für Siedlung. Nee, da musst du kein Erz abgeben. Kein Erz. Ach ja, stimmt, klar, weil Erz ist da natürlich nicht dabei. Das war alles einmal. Jetzt will er sich noch bescheißen, der Christian, Mensch. Ja, das wäre ausgleichende Beschissenheit. Das wäre ausgleichende Beschissenheit zu eben. Was habe ich gebaut? Fragezeichen aus meiner Perspektive. Da steht eine Siedlung. Peter, das ist Fog of War. Ja, nee, Fog of War. Weil das, was du bisher mit deinen Straßen gebaut hast, aus meiner Perspektive wie ein Fragezeichen aussieht. Stimmt. Ja, du kennst mich ja, ich sehe nicht immer alle Perspektiven. Christian lebt im Flächenland. Christian sieht divers. Ich find's voll geil, dass die Punkte auch automatisch aktualisiert ja, werden. Ja, voll gut. Shit, ey. Ja, trotzdem ist Bram dran. Okay. Acht. Komm schon. Acht, Junge, jetzt eine Acht. Komm schon. Das war gelegt. Oh, ich dachte gerade schon, das wäre die 9. Da ist die 7. Oh. Da ist die 7. Das ist jetzt belastend. Ja, ist echt belastend. Die 2 wäre noch frei. So. Oder die 11. Nee, wieso soll ich das auf die 11 legen? Ah, lol, ich hatte die Uhr 11 da unten links gesehen. Ah, ja. Aber die 10? 2. Die 10. Ja, die 10. Ich hab nur die 10 gehört. Also, ja, wenn ich das richtig sehe. Ach, mach das, wohin du willst, das ist Bestandteil des Spiels. Ja, mach ich das mal dahin. Oh, Bram, mischst du dich jetzt hier in den Kampf mit Peter und mir ein und ergreifst Partei, das finde ich auch nicht. Peter hat halt nur hier Partei ergriffen. Alles klar. Ja, das hier vergesse ich nicht, wa? Partei ergriffen. Ich habe keinen Weg, darauf reitest du aber ganz schön häufig rum. Also ja, das affektet mich ja auch nicht nur eine Runde, das affektet mich ja jede Runde. Okay. Weil ich komme ja jede Runde nicht dran vorbei. Also bist du ein nachtragendes Waschweibe, okay. Ja, wenn du jetzt so möchtest. Jetzt baue ich mit deinem Lehm. Das ist kein Stress, ja. Ja, wasch dich mal mit meinem Wasser, ja. Du baust mit seinem Lehm, obwohl du der Lehmhändler bist. Das ist schon belastend. Ja, das ist schon Ironie, wa? Mit mir Lehm handeln? Ich bin doch der Lehmgott, habe ich vorhin noch gehört. Ja. Das ist schon bist du fertig, Bram? Ich bin fertig. Nee. Oh, Peter, komm, eine 10 oder eine 11? 12. 9! Ach, das ist doch behindert, ey. Jawohl. Scharf nämlich. Meine Taktik geht überhaupt nicht auf. Ich kann nichts tun. Komm, du hast schon 3 Städte, ja? Na echt mal, was drehst du dich eigentlich? Also? Oh, 3 Städte? Krass, Alter, ich hab schon 3 Städte. Leco mio. Der 3 Siedlungen, Leute. 10 oder 11?
Vier! Ja, wow! Buyaka, ey! Ach komm! Jetzt hast du dein Leben wieder. Ja, das ist ja schön, aber hat jemand Getreide? Ja. Ist das tauschen? Der Lehmhändler, der wieder Lehm einkauft, ey. Ey, Peter, kannst du Getreide brauchen oder so? Also, ich brauche das leider gerade selber, wirklich. Ey, auch gegen Lehm und ein Schaf? Ne, wenn da Holz bei wäre, dann würde ich mir halt nochmal überlegen. Ja, aber dann wird meine Hütte nicht fertig. Ja, aber ich brauche halt Holz, ne? Also, hier, ich habe halt das Problem, dass ich kein Holz habe. Ja, du hast auch kein Lehm. Holzer? Nee, aber ich sehe auf Sicht schon eher, dass ich da rankommen werde als an Holz. Ja, hast du letzte Runde auch gesagt. Und was ist, dann hat er mir das Lehm geklaut, also. Ich kann da leider nicht aushelfen gerade. Das ist belastend. 4 zu 1 geht auch nicht. Ja, Eine Runde Schonfrist vielleicht. Christian, ja. Was soll ich machen? Christian! Würfel, ja, ich würfel. Pass auf. Das ist nix. Bäm! 8! Bäm! Oh, nee! Oh, noch ja, ich seh mich da. So, Bums. Bram, warte mal. Hat jemand Lehm für Holz zu tauschen, wenn ich im Holz gehe? Gerade nicht. Oh Gott, hast du mein Leben? Ja, Christian, können wir machen. Also, ja, ne? Guck mal, ich habe einen neuen Lehmhändler. New Händler ist in der Town. Christian ist hier positiv. In meinem Gedächtnis. Das geht gerade alles nicht nach Plan nicht hier. Nicht so wie der Bram. Jetzt hat der scheiß Sepp Holz. Jetzt reitet das aber ganz schön lange darauf rum, ja. Fuck. Ja, Bram, ich habe noch nix, keine Konsequenzen ausgeführt, ja. Ich habe nur was erwähnt. So, was mich da wieder anlacht, ist zwar die Development-Karte, aber. Haben wir auch sparen können. Boah, nee. Ah, Bram, mach mal. Warte mal, wir verdecken okay. Christian seinen Sieg. Würfel mal die 8, Bram, vielleicht. Ja, 8 wäre nice. Oh, ich würde. Da ist 10. 10. Ja! Das ist jetzt ein großes Problem. So. Peter, du hast doch Getreide. Was weinst du eigentlich so? Ein großes Problem, du kriegst doch Getreide. Ja, aber Sepp kriegt jetzt ein Getreide und kann jetzt, wenn er sofort dran ist, die Siedlung bauen. Sei denn, du würfelst eine 7 und ziehst dem mit dem Räuber die Karte. Nee, mit der. Bam. Das ja, oder du würfelst jetzt egal was, dass Sepp noch eine Karte kriegt und Sepp würfelt dann die 7. Dann muss er die Hälfte seiner Karte abgeben. Das ist mir auch schon mal passiert, ey. Das ist echt ärgerlich. Nee, du musst ja nur die Hälfte der Karte abgeben. Das stimmt, aber. Ach ja, stimmt. Dann er braucht nur 4 Karten für eine Siedlung. Vier Karten. Okay. Also, ich gehe davon aus, dass keiner an diesem Tisch Schaf haben möchte gerade, oder? Nee. Richtig. Da gerade die 10 für mich gekommen ist, brauche ich das gerade nicht. Herr Lehmhändler, ja, der aber, plötzlich auf Schafe umspricht. Aber, ja, Herr Stachelhaus, ne? Ja, ist schon alles cool. Ein kleines Getreide. Sehen Sie sich da? Ach, jetzt hat der ein Getreide auf einmal über. Für was willst du das denn? Also ein Holz könnte ich gebrauchen. Gibst du mir Getreide für Holz? Boah, das. Die Holzproduktion, die ist immer so schleppend, weißt du? Ja, ich verstehe. Dafür muss er ja noch eine Straße bauen. Das können sie nicht machen. Okay, das verstehe ich. Nee, dafür muss nochmal die Holzproduktion angeworfen werden, das behalte ich aber im Hinterkopf. Okay, da kommt jetzt eine ganz dumme Frage, ja? Ich würde dir ein Schaf geben für ein Lehm. Ey, Bram, hinterfrag das aber nicht. Ja, ja, nee, ich habe kein Lehm. Ey, Bram, Sepp, siehst du nicht da? Also ich hatte gerade noch dir das Angebot gemacht, aber ich habe mit Christian dann mein Lehm getauscht. Das tut mir schrecklich. Ich würde gerne, wenn ich könnte. Ja, das macht ja nichts. Ich meine, die Situation ändert sich ja auch Zug für Zug. Bisschen rasantes Spiel hier. Herr Smits, ja. Ne, wie sieht denn bei Ihnen aus? Schlecht. Ja, Sie brauchen. Ich sehe ja, Sie haben 2 Karten auf der Hand. Was fehlt Ihnen denn noch? Ey, Moment. Sorry, ich dachte, du meintest, ich wäre dran damit. Ich lege es wieder hin. Ja, was fehlt Ihnen denn? Zur Siedlung fehlt mir Lehm und Holz. Okay, damit kann ich beides nicht dienen. Aber ich könnte dir ein Schaf geben. Ja, das ist schön. Wir können Schaf gegen Schaf tauschen. Können wir nicht so Dächer aus Schafwolle machen oder so? Ja, ja, das saugt sich ein bisschen voll, ne? Möchtest du ein Getreide haben, Peter? Ich hab ein Getreide. Hab ich doch gerade auch gekriegt. Ja, aber du hast ja auch noch ein Schaf, das brauchst du gerade bestimmt nicht. Doch, für die Siedlung. Ey, Bram, okay, ich will verstehe. Einfach alles abschabbern. Ich sehe das hier schon. Okay, ich verstehe. Alles. Okay, Sepp, ja? Wir sind leider aktuell. Hast nicht du ein Schaf abzugeben? Wolltest du nicht gerade Schafe anbieten? Ich hätte ein Schaf über, ja. Für ein Getreide vielleicht? Für ein Getreide vielleicht.
War das jetzt eine Wiederholung oder war das jetzt ein Ja oder war das Nein? Ich hab das noch nicht ganz verstanden, aber, jo. Alles klar. Scheiße. Natürlich. Na, komm. Das ist eins. Hab ich jetzt nicht verstanden, du hast da eben Schafe angeboten. Ja, dafür krieg ich ein Holz und ein Lehm vor eine Straße. Nice. So. So, Peter, du bist dran. Also, wenn ich jetzt eine 8 würfel, dann kann ich die Siedlung bauen. Aber würfel doch einfach mal. Nee. Doch. Nicht würfel doch einfach mal, Peter. Wie machst du das denn? Ich glaub schon. Wie machst du das denn? Ach, finde ich auch cool. Karten. Nee, kann ich doch nicht. Ich kann die Siedlung nicht. Ich wollte gerade sagen, rechnerisch macht das überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Ja, Peter, das sehen wir dann. Pams, da ist die 8. Er kommt drauf an, ob ich jetzt gut handle, dann könnte ich vielleicht die Siedlung bauen. Peter, ich gebe dir alles, was du möchtest, von meiner Hand. Ja, du hast nix. Christian, brauchst du Getreide? Ja. Hast du Holz? Ich habe Erz. Hast du Lehm? Nee, Lehm habe ich gar nicht. Auch Holz oder Lehm? Das ist das Einzige, was mich noch retten kann. Für Getreide? Ich muss nochmal auf die Karte gucken, wie spät das ist. Boah. Ja, da sehe ich. Auf die Karte gucken, wie spät das ist. Alter. Da siehst du dich? Da sehe ich. Alter. Ist das alles rigged hier? Ist das alles rigged hier? Das wird nicht vergessen. Zack. Dafür kriege ich ein Lehm. Erstmal gehst du wieder zurück hier. Ist das rigged hier? Zu dem Lehm kommt noch das. 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 Ich weiß noch nicht so ganz, was jetzt passiert, aber... Du hast gerade... Nee, das stimmt, das war gar nicht offensichtlich, was jetzt passiert. Boah, ich weiß, wie sich das anfühlt, Sepp. Ich hab das hier auch miterlebt. Ich hab das hier auch miterlebt, Sepp. Also ich weiß auch, wie sich das anfühlt. Ja, also Christian hat Stein im Brett, muss man schon sagen. Ich hab das Gefühl, das ganze Wort hier ist gegen mich. Ich weiß auch nicht, warum, dafür, dass der jeweilige Händler nie mit seiner Ressource handeln kann, ist das gut. Kommt aber mal nur Scheiße. Das, guck mal, das Getreide ist ja mega, dass ich darauf gesetzt habe. Getreide für alle, bis auf den Getreidehändler. Ja, aber das Schicksal hat sich, also ich hab mir eben gedacht, boah, mal gucken, ob sich das lohnt. Und das Schicksal hat jetzt gesagt, gut, dass du Getreide getauscht hast. So. Wäre jetzt ärgerlich. Warte mal, 2, 4, wir bauen jetzt 6, eine 7, Straße. Nee, also. Ja. Ja. Wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir denn hin? Ach komm. Wir probieren unser Glück nochmal. Nochmal? Oh Gott. Wir probieren unser Glück nochmal. Vielleicht werde ich ja einfach wieder beschissen. Abraham, brauchst du nicht. Höchstwahrscheinlich. Und Christian ist dran. Habe ich beides nicht. Habe ich beides nicht. Alles cool. Ja. Gucken wir mal, dass wir jetzt bitte nicht die 7 würfeln. Okay, Sepp ist hier aber auch die ganze Zeit auf Konfrontkurs. Muss man ja sagen. Ja, ich bin halt mittig auf der Karte. Ja, der geht ja auch einmal durch die Mitte. Überall sind die Leute, ey. Das ist einfach nicht gut. Eine 2. Oh, das ist jetzt belastend, muss ich sagen. Das ist halt, ja, also für mich ist das natürlich auch belastend. Ich kriege auch nichts. Ja, das stimmt. Also, das ist jetzt nicht das, was ich favorisiert hätte. So, bevor ich jetzt wieder Bullshit mache, nehmen wir 1, 2, 3 und die 2 Weizen. Richtig. Und machen wir die denn hin? Ja, das wird die Erzstadt, wird das. Oh! Hoffe ich. Also bisher hat bei noch keinem hingehauen. Aber. Was? Not bad, not bad. Das sind halt schon 6. Das ist jetzt auch durch die Stadt doppelte Erträge, ne? Ja. Ja, deswegen. Also deswegen sage ich ja, also Erz wäre jetzt schon gut, wenn da was kommt, ne? Sehe ich ja, auch so, Christian. Dann bin ich fertig. Rollen wir mal. 10. Ja, die 10. Das Schaf. Nice. Alter, ist richtig jeder Schaf, ey. Boah, puh, ne? Bin ich fertig. Aber die Version ist echt gut. Also das fand ich so ein bisschen trist von der Grafik, muss ich ja sagen, am Anfang. Aber das automatische ist schon mega. Guck mal, da ist die 3! Ab hier! Ja, Bams, Junge! 1 für mich, 2 für mich.
3 ist eine gute Zahl, muss ich sagen. Holy shit, was der collected, der Junge. Du bist auch direkt dran, Sepp. Okay, ich darf jetzt nur keine 7 würfeln. Spiel, bitte sei nicht gegen mich, so wie alle anderen. Jetzt bin ich nicht mehr gegen dich. Jetzt können wir wieder beste Freunde sein. Eine 5. Da würfel ich auch für den Peter erstmal ein Getreide. Da krieg ich zwar nichts raus, aber... Alter, wie viele Karten hast du bitte auf der Hand? Also, falls du Getreide brauchst, Sepp, ich bin für dich da. Ja? Ach, guck mal, der Getreidehändler hat wieder aufgestockt. Ja. Immerhin einer. Tausch schon Holz gegen Lehm. Was? Ach, gegen Getreide. Peter, mach mal nicht. Sei mal cool. Ach so, scheiße, ihr habt da ja hinten das Bett. Ja, okay. Aber nice, muss ich sagen, dass Peter jetzt wieder damit reingezogen wird. Ja, aber hab ich dann entscheidet. Du wolltest auch mit dem traden, wenn er die richtigen Rohstoffe für dich gehabt hätte. Ja, du, hör mal. Ich hab nicht mit dem getradet. Ja, doch, wolltest du auf jeden Fall. Also da kann ich jetzt, da kann ich jetzt nichts gegen sagen, gegen den Trade. Das tut mir jetzt tatsächlich leid, Bram. So, Sepp, jetzt hau mal raus. Dann, ja, dann tausche ich hier mal 4 Getreide, ne? Ach du Scheiße. All in. Ich gebe hier alles für meine Siedlung. Ach du Scheiße. 4 Getreide. Gegen ein Lehm. Ein Getreide. Ein Holz. Und ein Schaf. Das war eine teure Siedlung, aber es wird eine Siedlung. Ja, belastend. Ja, Peter, oh. Das merke ich mir. Ja, Bram. Weck dir das. Machst ja sowieso die ganze Zeit schon. Für also. Dich. Ach so, krass. Nee, jetzt kriegst du hier auch, Alter. Ich fuck mich Sepp ab. Peter fällt meinen Rücken. Ja. Ich glaube, der Bram, der fuckt mich Freunde. Die ganze Zeit ab. Mit, und heute ja, die ganze Zeit. Ja, von wegen, rum, Alter. Wegen einer du, Start- ja, wenn du ein Holz hättest, Sepp, dann würde ich auf jeden Fall mit dir traden. Nee, du bist dran. Okay. Alter, Junge, ich hab nichts getradet. Ja, die haben mich in komischen Unterstellungen. Ja, aber du wolltest. No, was soll das denn? Klar, schon wieder eine 7. Boah, gut, dass ich gerade weggelegt habe. Jetzt kann ich die nirgendwo draufstellen, wo ich keinem auf den Sack gehe. Das ist schon mal belastend. Auf die 4. Ah, ne, scheiße auch nicht. Ja, da ist Sepp dabei. Achso, ja. Nee, man ist wahrscheinlich nicht die 4. Nicht die eigene 4. Die 4. Ja, das, also die eigene 4 wäre schon blöd. Das ist ja Holz. Brauche ich. Ja, dann gehe ich einfach. Also. 1, 2, 3, 4. Theoretisch. Ja, das Geile ist, weißt du, ich gucke gerade einfach nach Karten, wie viel ihr auf der Hand habt, ja? Ich habe ganz viel. Peter ist theoretisch der Weizenhändler. Bram war mal der Erzhändler, der Lehmhändler, der aber jetzt der Schafhändler ist. Mal hin und wieder. Ich tue den einfach. Boah. Bei Peter habe ich ja noch was gut, ne? Ja, das stimmt. Ja, gib mit mir dann halt. 5, guck mal, das tut nicht so weh. Was möchtest du lieber, am Holz oder Weizen? Da würde ich ein Holz nehmen. Ja. Darf ich, Moment, muss ich die nicht ziehen? Ja, aber ich bin nett. Oh, nice, ja dann. Ja, das ist die Idee. Krass. Ja. Also ich hätte lieber was anders gewürfelt als die 7. Da kannst du von ausgehen. Ja, und dann ist auch schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann ist Bram dran. Okay, wenn ich das richtig sehe, habe ich keinen Punkt mehr, den ich erreichen kann, wo ich 2 Felder besiedeln kann. Oder was? Nope. 2 Felder? Was heißt 2 Felder? Guck mal, du könntest hier hinten außen rum lang, Bram. Hier hinten hin. Stimmt. Was ist denn ich da mit den 1, 2, 3, 4, 5. 5 Straßen. Und bevor eine Siedlung, du eine gebaut hast. Aber deine Aussage war halt falsch. Du erreichst einen Punkt. Realistisch solltest du vielleicht jetzt auf Städte gehen, Bram. 9. 9. Da holt er die 9 raus. 9 ist schon ganz ist okay. Hm. Hm.
Dann. Also irgendwie kommt die 6 nicht so häufig, habe ich irgendwie im Gefühl. Aber ich weiß auch nicht warum. Dafür kriege ich ein Erz. Schaf. Mhm. Und ein Getreide für eine Kader. Der nächste ist dran. Oh! Ah, wieder eine 7, ey. Da zackt doch wieder jetzt Hardcore-Balls. Es sollen einfach keine Rohstoffe verteilt werden, glaube ich. Es soll einfach nicht verteilt werden. Das war knapp mit der 7, ey. Ich habe 7 Karten auf Hand. Oder muss man bei 7 schon ablegen? Ne, erst wenn du mehr als 7 Karten hast. Und dann die Hälfte. Ja. Ja, Problem, wa? What? Er schlägt bei mir selber 10. Machst du noch was, Peter? Ja. Das ist nice. Plus 1 ist 7. Gegen ein Lehm. Ah, ich hätte vorher mal wieder fragen sollen, wäre mega smart gewesen. Den Lehm geben können, ja. Ja, scheiße. Der Lehmhändler hat wieder geöffnet. Ach, guck mal. Der Lehmhändler hat wieder geöffnet. Ja, das sind so Informationen, die muss man ja als Kunde ja auch wissen, ob da ein Schild mit geöffnet oder geschlossen ist. Hey, ich schreib gleich eine WhatsApp nochmal. Ja. Beim nächsten Mal mache ich direkt einen Anruf. Und also jetzt bin ich fertig, Sepp. Buzzfeed. Okay. Ba-ba-ba-bam. Eine 8. Boah! Jetzt geht's los. Erze bis zum Abwinken. Alter, 3 Erze für Christian. 3 Getreide für Peter. Da wurden Ressourcen in Höhe einer Stadt ausgeteilt. Nur nicht an mich. Deshalb krass, ist Christian wirklich, ja, dran. Wenn ich jetzt 7 Würfel, wäre das unglücklich, sag ich mal. Das stimmt. Boah! Aber das ist 6 geworden. Also Chris, ne, falls du Getreide brauchst, tausche. Oh cool, gegen was denn? Erz. Ein Erz gegen ein Getreide? Ja, auch gerne mehr. 2 Erz gegen 2 Getreide, sagst du? Jop. Profitieren beide von, ne? Da werden Städte vorbereitet. Ich glaube, Christian müsste sogar eine haben. Könnte korrekt sein. Ich müsste eine haben, ja. War gar nicht so unsmart, hier auf die Eisen 8 zu gehen. 3. Die läuft echt gut. So, dann bauen wir... Hat er gleich schon 7 Siegpunkte. Da ein Städtchen hin. Not bad, not bad, ey. Ja, stimmt, 7 Punkte sind jetzt schon so langsam echt gefährlich. Und wie viel durfte man immer tauschen? 4 zu 1, ne? Das durfte man immer tauschen, ja. Ja, guck mal, da machen wir doch die Karten, da machen wir die Hand leer. Gibt's da extra Punkte für 1? Warte mal, was willst du denn tauschen? Vielleicht kann ich dir helfen. Schafe. Ja, okay, du tauschst 4 Schafe gegen? Ey, Junge, ja, der Lehmhändler hat doch geöffnet. Ich wollte auch gerade sagen, also Lehm könnte ich dir auch tauschen. Das Problem ist, Sepp hat sich als erstes gemeldet. Ich habe dir die Runde davor schon gesagt. Ich habe gesagt, hier SMS und so, ne, du wusstest Bescheid. Ey, 2 Schafe, ja, halber Preis. 2 Schafe für Lehm? 2 Schafe für Lehm? Ja, bei mir gibt's aber ein Lehm für ein Schaf. Du musst mir nicht mal 2 Schafe geben. Das ist natürlich ein besserer Preis. Geh zum Ram. Ich weiß nicht, was du jetzt mit... Ja, also... Ja, ich brauch das Schaf halt nicht, ich hätte das einfach halt so gemacht, damit es günstiger für dich wäre. Dann brauche ich nur ein Sträßchen. Ja, Stressburg. Was ist da eigentlich für ein Handel? 2-1. 2-1 für Lehm ist das, oder was? 3. Ach nee, das ist 3-1 für zufällig. Egal. Okay, hier vorne ist Lehm. 3-1. 2-1 zufällig ist das einzige. Ne, das gibt gar nicht. 2-1 nee, zufällig wäre auch viel zu krass. Ja, ja. Also, ja, ja. Dann bin ich fertig. Die 4. Ja, Chris. Holzer! Oh! Aua. 3 Holz, Alter. Leck mich am Arsch.
Ja, die Sägen sind geschliffen worden. Das sind jetzt Diamantsägen, mein Freund. Das ist echt schon pervers krass. Das ist schon nice. Ja, das sieht alles belastend aus. Wenn du Holz brauchst, ne, und der Lehmhändler noch geöffnet hat. Der Lehmhändler hat noch geöffnet, wenn du mir Holz dafür abgibst. Ja, weil, also, ne? Dann, ne? Dann sehe ich doch da gemeinsame Verbindung. Oh Mann, ey. Warum habe ich das jetzt gemacht? Kannst du eine Straße bauen vielleicht? Nee, weil du immer noch kein Zugriff-Leben hast. Genau, ich habe halt keinen Zugriff auf Leben, das ist halt die Kacke. Leben ist immer gut zu haben für mich. Das stimmt. Das hilft mir alles nichts. Das hilft mir alles nichts. Ja, ich bin fertig. Petey. Alrighty. 8, Peter, 8. 11. Das ist enttäuschend. Das ist geil. Das ist ganz schön gut. Das ist ganz schön gut. Da damit kommen die ist Schäfchen. Da habe ich nur keine 7 würfeln. Ne, eine 8 wäre mega nice. Oh, oh. Eine 3. Oh. Mega nice. Das ist natürlich gut. Da kriegen wir Eisen und 2 Holz. Peter. Jo. Hast du Getreide noch? Nee. Hat irgendwer Getreide noch? Nope. Nee. Schlecht. Nicht schlecht. Das sehe ich genauso, Sepp. Das sehe ich genauso. Dann baue ich aber erstmal eine Straße. Und ein Haus. Hau da raus, ey. Jeder auf gute Nachbarschaft. Und hier können wir 2:1 Holz gegen was anderes tauschen. Gar nicht so verkehrt. Und 2, 4, 6, 7 habe ich. Das ist nicht so geil. Und ich glaube, ich baue noch eine Straße. Keine Wohnhäuser mehr. Ich baue trotzdem noch eine Straße. Damit es weg ist. Und der nächste ist dran. Christian. Keine 7, keine 7, keine 7, keine 7. Oh, du hast auch richtig viele Karten, ne? Ja, durch die Städte. Ne, 9! 9! Alter, ich bin jetzt Schafmeister 12.000. Christian schwimmt hier in den Rohstoffen. Aber mal gucken. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Rohstoffe. 12 Karten haben. Ich würde einfach mal anfangen. Mit einer. Oh, wenn das so weitergeht, ist da nächste Runde Schluss. Das ist nicht gut. 2, 4, 6. Brick habe ich gerade weggelegt. Weizen, Holz und Schaf. Christian, bedenke, bevor du was wegtauscht, ja. Ich kann dir vielleicht aushelfen. Ja, damit kannst du mir gerade nicht helfen. Hast du noch Getreide? Ich hätte auf der Hand noch Getreide, ja. Kannst du Schafe brauchen? Ich hätte da so eine Herde. Der gerade 2 Schafe gekriegt. Ich könnte, wird dafür auch Schafe nehmen, ja. Echt, wird es ein Getreide gegen dich? Ja, dann machen wir das doch. Oh. Nein, wieso kam das jetzt von unten? Habe ich kurz aus der Tasche gezaubert. Drei, eins tauschen kann ich, was ich will, ne? Ja. Dann ist Schäfchen. Moment, was brauchst du nur noch, bevor du das machst?
Ja, warte mal. Das Schäfchen ist ein Erz. Das ist noch ein Erz. Du brauchst Erz dafür. Und das ist Getreide. Das heißt, dann machen wir doch hier das Siedlungsding dann noch zu einer City. Oh je. Und jetzt hat er noch einen Siegpunkt auf der Hand. Ja. Und jetzt habe ich noch einen Siegpunkt auf der Hand. Nein! Den ich jetzt spielen darf. Und damit hätte ich 10 Punkte. Das ist korrekt. Ein Victory Point. Damn, son, damn! Was? Oh nein. Puh. Ich wollte eigentlich eben schon sagen, boah, nee, ich brauche jetzt nicht mehr tauschen, weil ich habe eh gewonnen. Und dann habe ich mich des Besseren besonnen, so nach dem Motto, ich mache wieder irgendwelche Fehler. Sehr vernünftig. Ja. Geht's dir dann, Christian? Deklassiert hat er uns, Alter. Ziemlich eindeutig. Bram 3 Punkte. Doppelt so viele Punkte wie der Zweite. Peter 4 Punkte, ich 5 Punkte. Oh, da und dann kommt Christian mit 10 Punkten. Geil. Da kommt direkt das Hühnchen für Peter, ne? Also, Christian hat hier gerockt mit seiner Number 2. Christian hat quasi eine 2 gelegt. Oder andersherum ein... Oh, das sehe ich jetzt erst. Das ist die Würfel 2 aus Mensch, ärgere dich nicht. Oh mein Gott, die verfolgt mich durch alle Spiele. Alter, ich dachte, das wird dann zu einem S andersrum. Ah ne, wenn du das spiegelst, dann wird es ein S, ne? Ja, und mit dieser grandiosen Erkenntnis, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss! Ciao. Tschüss!